Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am 6.9. war ich beim John Houston am Angelpark Limburg-Linter. An dem Tag habe ich mich mit dem Markus Lennart verabredet und wir haben im hinteren Drittel des Sees geangelt. Sollen wir mal schauen, ob alle da sind? Ja, alle dabei. Jetzt kann's losgehen. Mit dem Wetter hatten wir auch Glück. Wir hatten morgens zwar noch etwas kühlere Temperaturen, aber der Tag sollte noch wirklich tolles Wetter bringen. Wahrscheinlich schon ausgeraucht. Hatte noch Aroma, ja? Hast du deine neuen Dinger da nicht dabei? Doch, die habe ich auch mit. Die wollte ich auch testen. Ja. Wo? Auf der anderen Seite, Kreuzling. Hat der eine. Ich meine, der hatte auch eben schon ein Biss, der hatte den Seemann im Traum mitverlegen. Oh, hier war eine große. Hier war gerade eine große. Heide Witzka. Biss. Nein! Zu früh angehauen. Ja, ein bisschen zu früh. Aber aktiv. Ich dachte immer, beim Gummi angeln müssen wir die Augen zuschauen. Ich war gleich dazu anzuschauen. Die hatten ja zweimal genommen, ist das Problem. Ich hab's ja gesehen. Ich das Biest. Der hat auch was Größeres. Hä? Der hat auch was Größeres. Oder wir kriegen nicht den anderen. Also, ich bin ja auch Ratten. Da wurde die eingesetzt, hat, sind die ja schon lange am Rand geblieben. Gucken wir mal, ob sie hier irgendwo rumditschen, ne? Ja. Eine große? Ja, eine schöne. Oh, da ist auch eine. Hast du ein Boot? Oh ja, hier vorne, ich sehe sie. Zwei. Hier vorne sind rechts zwei. Der See war randvoll mit Fisch, nur leider wollten sie nicht so richtig. Interessiert die null. Aber das war echt zu spielen, oder? Ja, das braucht die auch ein paar Minuten, bis du hier. Aber was für Boote, ne? Echt schöne Dinger. Null Interesse. Ne, die reizt noch nichts. Da. Genau da. Nee, nee. Das sieht ja vorher durch. Aber die bewegen sich so schnell, ne? Ja. Die man gezielt anwerfen kann, das ist echt schwierig. Ja, die hier zünden. Ist doch schon wieder abgetaucht. Ich hab mich kommen sehen, dann war sie weg. Das ist nicht nett. Ich mag die nicht. Ich glaube, die mag dich auch nicht. Die wird nicht mein Freund. Wie, ich krieg dich. Du kriegst einen auf die Mütze, du. Du werdet nicht mehr Best Buddies. Nee. Nach guten zwei Stunden habe ich mich dann erbarmt und die Schlepprute rausgeholt, für einen Teig zu fischen. Die Forellen zogen an der Oberfläche ihre Bahn. Man konnte sie sehen. Es waren wirklich ein Haufen Fisch drin.
auch große Brummer. Aber sobald man irgendwas in die Nähe geworfen hat, ob es jetzt Spoon oder Gummi war, die reagierten kaum. Mit dem Teig habe ich mir versprochen, dass ich den Köder länger auf der Stelle halten kann, ihn auch mal ausdrehen lassen kann an der Stelle und somit vielleicht den einen oder anderen Biss doch bekomme. An dem Tag wollte ich auch die neuen Tornados ausprobieren. Da die Forellen oben standen, habe ich mir versprochen, dass vielleicht die eine oder andere doch drauf geht, aber es war so zäh. Wie gesagt, die Fische, die hatten absolut keinen Beißreflex an dem Tag. Mein Beißreflex funktioniert immer noch sehr gut. Lecker Pizza vom Vorabend, perfektes Frühstück zum Angeln. Natürlich Thunfischpizza. Wo ist hier vorne? Ich gehe auf Toilette. Willst du was warmes trinken von so einem Tee oder so? Ich geh mir einen Kaffee holen. Ich geh dir mal auch Cappuccino oder sowas. Ja, nimm Trinkst du einen Kaffee mit? Ja. Ja? Schwarz-Weiß-Milch? Weiß-Milch. Nur weiß, ja. Ich hab kein Handy. Nee, läuft schon. Oh, eine schöne. Mach schon, ist gut. Ja, mach ich schon. Natürlich die Kamera vergessen anzumachen nach der Kaffeepause. Erster Wurf mit Spoon, direkt Fisch. Es geht auf einmal doch. Hat den geschluckt, den Spoon? Also ich weiß nicht, aber der hat sehr schnell gebissen. Das ist die neue, ne? Ne, bei dir hatte ich die Premiere in Dernau. In Dernau hatte ich die Premiere mit der Route. Nein. Die ist dahinter. Aber die baugleiche nur noch mal kleiner. Nein! Bin weg. Der hat ihn wohl doch nicht geschluckt. Ne, der ist noch dran. Ja, verkackt nochmal. Kann ich meinen Kaffee weiter trinken? Ja. Und darf doch nicht wahr sein. Kessern lassen. Nö. Kessern lassen. War eine schöne. Ja. Was ist denn für die Tieren gehalten? Ich bin ein Das ist wieder eine. Aber das ist die, die nicht will. Bisschen höher führen. Ich glaube, die hat echt Probleme mit sich selber. Fängst du es aber nicht an, die Forellen zu therapieren, ne? Nee, hatte ich nicht vor. Ich muss mal dein Knöpfchen drücken. Ja, jetzt läuft die Kamera schon wieder. Sich passend zum Abriss. Zum Verlieren angemacht. Ach nee. Ich glaube, die wissen, dass wir keine Frische mehr im Gefrierfach haben wollen, bis Dänemark. Das geht nicht im Gefrierfach, wir müssen Abendessen. Ich muss deine Mama tatsächlich noch irgendwas aus dem Gefrierfach holen. Nix. Wir haben nichts geplant. Ja. So, jetzt wird es Zeit für den X-Lure. Den X-Lure wird es jetzt Zeit. Ja, dann lieber. Da. Ich streich hier von vorne. Nee, der ist so weit weg. Einfach mal. Ah, hier vorne. Oh, da, 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 da. Ich sehe sie. Aber wir sind weggekommen, wir müssen mal anfangen. Ich hab schon mal meine Frau nicht mehr gehört, aber jetzt mal.
Das ist schon traurig. Ja, ich bin nicht größer, ich bin schlanker. Ja, und im Arm ist länger. Vielleicht zu den Dingen von eben. Null Schatz, 0,0. Ja. Schön, wenn man die Frau des Besseren belehren kann. Ja. Läuft. Halten wir nur hin, ich hab noch nicht die Werbung. Oder war ich? Ja, geht schon. Ja, warte mal kurz. Aber die kamen jetzt wirklich nur im Mund, wenn sie... Ja, ja. Sag mich mal. Ja, die Kukatur hier und im letzten Moment. Das ist von X-Lu das Geheimnis. Weißt du, der läuft so lang, so langsam. Kommt wieder. Ja, ist schön. Ja. Aber die ist auch noch nicht willig. Nee. Wir sind schon durch. Weg, weg, weg. Ja. Nee, einfach nur Schnur drüber, dann gehe ich drüber her. Ja. Ist der frei? Ja, ist frei. Ist er? Nee, ist noch da. Da der Fisch nur ganz knapp im Maulwinkel hing, musste ich versuchen, mit so wenig wie möglich Druck den Fisch auszudrillen. So, die schwimmen wie ein Panzer weg. Ja. 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 Wir sind irgendwie im Gimbal, ne? Mhm. Nicht hinter dem Mönch, nicht hinter dem Mönch. Soll ich dagegen gehen, oder? Nee, nee. Komm zurück. Kommt jetzt hier vorne. Gleich runter. Nee, mach du ruhig. Kannst du mal Wasser halten, tiefer? Vorne. Langsam. Langsam. Warte, noch nicht. Warte, noch nicht. Sag dir wann. Nee, ich mach ja nichts.
Siehst du? Und jetzt kannst du sie holen. Jetzt. Jawohl. Oh, ein dicker Ochse. Oh, die ist gut. Ruhe. Na, ja, guck mal hier, wo der hängt. Perfekt. Ja, das ist genau das, was ich gesehen habe, dass er zum Schluss den Kopf gezogen hat. Wollt ihr klicken? Ja. Nee? Doch, doch. Der sitzt gut, der Haken. Ja. Ah, hat er mal gefunzt. Sehr schön. Obwohl, bei den einzigsten, wo ich die Haken getauscht habe, das ist bei den X-Lure. Wirklich? Ja, weil wie die aus China kamen, habe ich denen nicht vertraut. Da habe ich gar mal gerade so Haken drauf gemacht. Okay. Ich habe den damals, mir waren die irgendwie zu weich, ich habe die mal so gezogen. Nee, diesen Bomben. Ja. Ich habe mir auch damals so Pellets-Imitationen geholt aus Japan. Ne? Stimmt, diese Tonnen. Teilweise die schwimmen und teilweise gehen unter. Ne? Ja. Da waren die Haken auch viel zu weich. Die angeln nur auf Forellen, die bei denen 300, 400 Gramm haben, ja, ne? In ja. Japan. Dafür sind die okay, aber nicht für so ein Kaliber. Mal die Dings testen. Ja, die ist am Jagen. Hier, nimm mal einen Spoon. Nimm mal einen Spoon. Nicht wegschwimmen. Nimm mal einen Spoon. Bla 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 bla. Nix. Spaß. Ja, ja. Ich habe so den Anton drauf. Anton Spezial. Anton habe ich drauf. Anton ist der. Ne, nicht Anton. Ja, also der Horst. Das ist Horst. Nee, Anton gibt es auch mittlerweile. Antons Boons, die sind vom Ismail. Die Woche eine vor dir, ne? Ja. Anton kann auch schwimmen. Tauchen kann er super. Tschüss. Scheiße. Jetzt hast du fast noch mich gefangen. Das hab ich nie gesehen. Ja, war voll drauf gegangen. Das war die kranke Freude, die eben hier an der Oberfläche am Jagen war. Das ist krank. Die hat Hunger. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet, die so weit vorne. Habe ich gemerkt. Wie gesagt, ich habe ihn fliegen sehen. Es war so ein Stück nach Platz. Über Forst stehen sie. Was? Auf Forst? Auf Forst stehen sie. Sag das nicht so. Das klingt immer komisch. Die hast du? Die hatten genommen. Sehr schön. Der gute X-Lure, da ist er wieder, ne? Nur neben dran stehen lassen. Ja. Jawohl. Wichtigste Ziel, egal wie groß, Hauptsache ein Schneider. Ja, vielleicht beißen sie jetzt auch nochmal, weiß man ja nicht, ne? Ja. Das sind alles Lachsforellen. Ja. Genau richtig. Ja. Sonst jetzt schon
Ja, hängt. Die habe ich gesehen, die wollten auf jeden Fall haben. Wahrscheinlich war ich, habe sie gesehen. Ich habe dir gesagt, dass ich finden kann. Hast du gut gemacht. Haha, danke. Das wollte ich doch nur hören. Gute Wobbler. Ich habe aber Angst, wenn die ausschlüpfen, dann habe ich das Ding wieder vor der Nase. Nee, ich pass schon auf. Ja. Vorsicht. Ja, schön. Ich wollte gerade noch eine zweite mit rein, hast du gesehen? Na, schön. Bitte schön. Der gute Wobbler, an manchen Tagen einfach nicht zu unterschätzen. Gute Alternativen zum Gummi- und Spoonangeln. Wir hatten jetzt schon gut nach Mittag, so 13.30 Uhr, 14 Uhr. Die Bisse auf Spoon und Gummi wurden jetzt schon deutlich weniger. Mit der Matchroute probierte ich jetzt mit einem langen Vorfach von 3 Metern, einem 15 Gramm schwimmenden Spiro, mit schwarz-orangenem Teig, die Forellen, die im Schwab standen, noch ein wenig zu reizen. Ja, abgedreht, ist abgedreht, ist drüber gespannt. Was ganz komisch, dass sie immer zum Nachmittag aktiv werden, ne? Ja. Eigentlich ist es ja sonst immer genau andersrum, ne? Ja, mit erstmal morgens so nach dem Besatz die Beißzeit, Stunde anderthalb. Und nachmittags, nachmittags ist ja auch schon klar, ja, vor Feierabend immer knapp. So, jetzt zockt so ein Spiro raus. Was machst du da dran? Hm? Teig. Ne, lang, Oberfläche. Biss, ja. Das typische Dänemark-Angeln jetzt. Oberfläche und gib ihm. Ja, die hatten, die geht nach links. Kommt mir entgegen. Eine gute. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ich hab Teig, ja? Teig, schwarz-orange. Hm?
Okay. Will man nicht. Ich muss gesagt, den brauche ich nicht durch den Links rein. Warte. Jetzt kannst du. Vielen Dank. Okay. Bienen mal dran machen und mal den Schwarm werfen. Weil irgendwie sind die jetzt ein bisschen wie abgestumpft. Vielleicht nehmen sie den besser. Man weiß es nicht. Weg ist sie. So, wo sind sie denn? Da vorne. Bis. Direkt genommen. Losgelassen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, holt's ihn wieder. Jetzt hängt sie. Ja. Die Made. Ja. Ne, Male. Noch nicht gezeigt. War eine schöne. Ich will besser auf die andere Seite nehmen, ne? Und jetzt wird nach links. Hier vor den Kameramann. Ne? Keinen mehr dran? Ja, Rabinmade.
Aber Power haben sie, ne? Da gibt es nichts. Und jetzt. Oh, nee. Jetzt? Ja. Ich komme da gar nur bei seinem Karim, aber er seine Tabletten ausgenommen hat. Mann, geil. Fällt nur noch ein Brötchen dabei, ne? Hä? Da fällt nur noch ein Brötchen also, dabei. Weißt du, so ein ganz Forell oder so. Den Stück hat er dann. Obwohl, die haben hier vor 2 Jahren haben die eine Kurve rausgeholt. Das war eine Woche lang. Mhm. Oktober, November. November war das hier. Ich weiß nicht, wie viel Wetter die rausgekriegt haben. Was ist das? Eine richtig schöne Dose. Und bei dir habe ich gesehen, jedes Mal, wenn ich hier rauskomme und gucke, hast Fisch du was dran. Ja. Was erlaubt? Jetzt läuft. Jetzt läuft es langsam. Da, weißt du was? Ja. So wie du den Schlüssel geholt hast. Kurz danach ging es los hier. Ja, das stimmt. Ja, ja stimmt, ja. Ja. Aber also eine Oberfläche jetzt, ne? Was ist denn los? Hat da ein Fisch also in der Ecke? Und die haben da nichts gefangen. Wie viel hast du denn? 4 oder 5 jetzt, ja. Nee. Aber eine schöne große habe ich. Okay. Richtig schöne große. Ja, ja. Zwei habe ich verloren. Die hatte gut etwas über 5 Kilo. Ja, die habe ich nicht. Aber schön fotografiert, meine Frau kann das ja. Ja, Moment, der hat mindestens allein das Bild. Der hat 12 Kilo. Der hat 12 Kilo. Allein das Bild schon. Das Papier, wo du es drauf druckst, hat 4 Kilo. Schön. Hätte nur den Kopf ein bisschen drehen müssen vom Fisch. Ja, ich habe das in mehreren. Aber der ist richtig geil gemacht. Den kannst du mir mal schicken. Der ist besser. Kann man den Kopf ein bisschen mehr sehen. Der ist super. Da hat er nicht gelitten. Schon geil. Warte. Ich versuche ihn hochzubekommen, Martin. Warte. Nicht mit dem Kescher drunter. Warte, jetzt. Läuft. Vielen Dank. Ist auch eine gute Alternative, wenn man jetzt nicht mit Teig auftreiben und angeln will. Kleine Styroporkugel mit 1 oder 2 Bienenmaden in den Schwarm platziert, an der Oberfläche. Funktioniert meistens. Wenn die auf 50 cm sind, 2,5 ja. Gramm breit. 2,5, 2,2 sowas. Bis. Na komm, nimm ihn.
mehr losgelassen. Ja, jetzt geht's dann. Ich hab eine Kescher geschwommen, so schön. Bitte Dank. Ach, mit der Nase voran in die Kescher, auch nicht schlecht. Knapp, tiefer. Das hat sich so nicht gedacht. Das bin ich. Jetzt geht's dann. Ich glaube, das ist eine bessere. Ist das eine große vielleicht? Das könnte sein. Dann krieg ich einen Anschluss. Und dann habe ich. Das ist eine schöne. Dann können wir um 4 Uhr fahren. Oh nein, ich denke, bei dir in der Grundfläche drin. Ja, ist wieder frei.
eine gute. Mhm. Ja. Eine Male ist ja auch so, ne? Oben die kleinen, unten drunter die größeren. Oh ja. Schön. Kannst du hier bleiben? Kannst du da bleiben, ja. Bring die rüber. Ja, wir haben die gute Spiele. Eine schöne. Das sollte auch die letzte des Tages gewesen sein. Wir haben dann um 16 Uhr eingepackt. War wieder ein super Tag, hat mich gefreut, den Markus kennenzulernen. Klasse Typ. In den nächsten Videos dreht sich alles um die Dänemark-Tour 2020. Bleibt bis dahin gesund, macht es gut und tschüss.